Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, Hallöchen. So, ich musste jetzt ein paar Tage spielen, Halleluja. Aber ihr seht, ich habe Level 25 erreicht, was dann für die nächste Lizenz und Co. alles wichtig ist. Ihr seht auch, Geld haben wir auch ganz gut da, 7747 Euro oder 47 Euro und 25 Cent. Und ich habe zwei Kassierer eingestellt, beziehungsweise einen neuen Kassierer eingestellt, weil das war jetzt auch beim Grinden wirklich wichtig, denn ich bin den ganzen Tag echt nur Computer einräumen, Computer einräumen, Computer einräumen, Lager einräumen, Computer, Lager, Lager, Lager einräumen, Computer. Ist schon Wahnsinn. Und ich weiß, ich habe es ja auch in den Kommentaren gelesen, manche von euch handhaben das hier anders, ne? Die haben weniger Lizenzen dafür von den Produkten, also von den einzelnen, wenigeren Produkten, dafür dann mehr. Das kann man logischerweise auch machen, ohne Frage. Aber ich suche ja auch eine, ich sag mal, eine gewisse Herausforderung. Und die Herausforderung besteht ja dann darin, logischerweise, viele Waren und das alles irgendwie unterzubringen. Weil damit macht man auch mehr Umsatz, logischerweise. So größer das Angebot, desto besser der Umsatz. Das ist ja wie im Real Life fast ähnlich. Ne? Also muss ja nicht immer, aber ne? ist ja so. Ne? So mehr Angebote, so mehr diversifiziert und so weiter und so weiter. Deswegen ist das mehr oder weniger von mir so gewollt. Ne? Ob das jetzt so schlau, so gut ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Also gerade dann für einen Überblick oder so ist es, glaube ich, weniger geil. Aber naja, müssen wir am Ende des Tages, ich weiß, hier ist noch eins drin, aber wegen eins hebe ich es jetzt nicht auf. Müssen wir im Endeffekt damit leben, ne? Deswegen. So, ich habe jetzt erstmal alles wieder hier so grob nachgefüllt, dass wir den ganzen Schnullischer nicht mehr haben. Und ansonsten schauen wir mal, was wir machen. Kredit ist auch zurückbezahlt, den kurzen, den wir da aufgenommen hatten. Ne? Ihr seht hier, jetzt wieder Kassierer. Für den nächsten Kassierer muss ich erstmal 900 Kassiergänge selber machen. Plus, ich brauche Level 30, also von daher relativ. Ihr seht hier Produktlizenz, Krabbenstick, scharfe Soße, Schokoladeneis, Ketchup, Mayonnaise, Pizza, Käse, in Anführung, also in Klammern, Cheddar. Das wird Kühlschrank sein und Regal, ne? Vielleicht ist es so eine Gefriertruhe. Wir werden sehen. Wir werden das jetzt für 2600 kaufen. Und werden hier mal den Filter rausnehmen. Und dann schauen wir mal, was hier so Phase ist. Krabbensticks, ne, Gefrierschrank. Scharfe Soße, Regal. Gefrierschrank, Regal, Regal, Gefrier. Alles Gefrierschrank. Ach, Pizza, Käse, Cheddar? Also Pizza, Käse. Also eine Margarita, könnte man in dem Falle sagen. Das ist eine Margarita. Okay, cool. Dann haben wir Gefrierschrank 1, Gefrierschrank 2, Gefrierschrank 3. Das ist natürlich doof, weil ein Gefrierschrank kann nur in zwei Teile unterteilt werden. Ja, das heißt, wir bräuchten theoretisch gesehen zwei Gefrierschränke mit dazu. Boah, na gut. Dann sind wir hier schon mal 800 los. Dann brauche ich ein Regal. Und dann sehen wir mal weiter. Gut, das sind trotz allem nur 1000, ne? Also, achso, siehst du, den Gefrierschrank hätte ich gar nicht kaufen müssen. Ich habe ja. Nee. Nee, ich habe eine Kühltruhe. Eine Kühltruhe habe ich, ja. Einen Gefrierschrank habe ich nicht. So. Gut, dann passe ich das Regal hier an, dass das so wird, wie es wird. Noch nutzen wir den Platz, den wir haben. Bevor wir ihn dann irgendwann nicht mehr nutzen können. Deswegen, gut, das ist jetzt hier mit Drogerie und so, halt so eine Sache, aber was willst du machen? Dann die Gefriertruhe, die geht nach hier hinten, obwohl wir da jetzt langsam auch ganz schön im Platzmangel hier reingeraten. Ich glaube, ich stelle die erstmal noch hier hin. Ja, genau, ich stelle die jetzt erstmal noch hier hin, um irgendwie Platz hier reinzubekommen. Weil wir haben echt Platzmangel. Man könnte es jetzt, ne, selbst hier nicht. Und selbst hier ist schon mittlerweile der Bogen überspannt. Und, naja, hier, klar. Man könnte sie jetzt hier so in die Mitte hinsetzen. Aber, ob das so schlau ist? Also, es sieht kacke aus, davon mal ab, aber. Ist das so? Also, hier so. Bam. Na, dann könnte ich, warte mal. Das hier so hin.
Ja gut, als Zwischenlösung ist vielleicht als Zwischenlösung gerade mal gar nicht so doof erstmal. Man kommt immer noch hier mehr oder weniger gut dran vorbei. Hier auch. Ist vielleicht ein bisschen enger, aber es geht. Na gut. Naja, dann gönnen wir uns mal den Hasen hier. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Also hat mal. Krabbensticks, scharfe Soße, Schokoladeneis, Ketchup erstmal von jedem eins, um zu gucken, was hier Phase ist. 6 Stück, 516 kostet der Spaß. Gucken wir mal. Also, ja, ist eine Käsepizza. Oh, sogar Nutri-Score drauf. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wie viel hier reinpasst. Weil ich wollte gerade sagen, so in der Packung sind nämlich viel mehr drin, wie insgesamt wieder hier reinpassen würde. Dann habe ich hier Ketchup, nee, Senf. Oder My White Jojo. Okay. Okay, das ist also schon mal eins in dem Falle. Ja, nee, das ist ja Senf und Ketchup, ne? So, gut. Da passt also immer eins so rein. Dann habe ich hier das Eis. Das setze ich jetzt einfach mal hier rein. Okay, dann ist das aber auch schon wieder voll. Dann haben wir noch so eine scharfe Soße hier. Da passt also auch wieder eine Packung in eins. Und dann habe ich jetzt hier noch diese Krabbensticks. Okay. Da sind auch 24 Stück drin, aber die scheinen alle reinzupassen, weil die sind relativ klein. Okay, Eis, Dings und klein. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber ansonsten passt das natürlich wieder mal gar nicht hier und das da auch nicht. Aber gut, dann setze ich die mal hier hin. Also ich sehe eine Gefriertruhe, zwei. Okay, also ein Karton für eine Gefriertruhe in dem Falle. Gut. Hätte ich jetzt einen Platz, würde ich es doppelt handhaben. Ihr seht, auch das Lager quillt etwas über. aber haben wir nicht, deswegen können wir nicht. Ist klar. Gut, also die Soßen alle nochmal durchkaufen. Und der Rest ist soweit in Ordnung. Dann noch auszeichnen und dann kann die wilde Fahrt in dem Falle auch schon mit losgehen. Bin gespannt, was das hier preistechnisch so ist. Also ob das eine Lizenz ist, die sich gelohnt hat oder eher weniger. Na. Bei manchen Dingern war es ja dementsprechend so, aber muss ja auch nichts mehr bedeuten, leider Gottes. So, fangen wir mal an. Der Senf 6,98 wird für 10,12 verkauft. Also kann ich 10,49 machen. 3,50 ist okay. 1,99, 3,08 machen wir 3,29, 1,30 €. Naja, 2,27, 3,79 machen wir 4,09 €. Auch 1,82 ist jetzt nicht wirklich so. Die Pizza sind wir bei 8,69, würde ich mal sagen. Haben wir auch wenigstens 3 € plus. Beim Eis sind wir bei 4,99. Mache ich 5,09 €. Ist jetzt auch nicht das Highlight. Und die Krabbensticks könnte man auch für 10,09 € anbieten. Die sind ein bisschen besser. Ist jetzt auch nicht übel das Highlight. Aber wenigstens was, sage ich mir da immer. Wenigstens was. So. Kartons habe ich jetzt gerade mal hier draußen gehalten. Ansonsten, ich habe mal ein bisschen Licht nachgefüllt. Also, so wie ich es gerade auch gesagt habe, meine ich es auch. Also, neue Lichter hinzugefügt, ne, dass wir jetzt hier weniger Schattenwurf und den ganzen Blödsinn hier drin haben. Ja, das ist ganz gut. Hier muss ich noch Soda nachfüllen. Also, wir sind dann jetzt sowieso erstmal wieder hier mit dran. Ne, das war das Falsche. Genau, die Soda muss nochmal nachgefüllt werden. Ist halt enge, aber da, wir müssen dann demnächst mal, wieder eine Raumerweiterung kaufen, da das hier alles so wird, wie es wird. Dann ist das, denke ich mal, auch wieder in Ordnung. Ne? So, sehr schön. Gehen wir hier durch, weil ist jetzt schon, ich nenne es mal, ein gewisser Spießrutenlauf, den wir hier machen müssen. Gott sei Dank haben die Kunden alle keine Kollision, da ist das nämlich relativ egal. Aber eigentlich würde ich diese Gefriergeschichte da hinten schon weiter verfolgen. Aber ohne die Erweiterung wird das jetzt nichts. Deswegen habe ich es jetzt erstmal da im Gang gestellt. Das bleibt aber definitiv nicht so, weil das würde mir, oder das geht mir persönlich auch noch auf den Sack. Von daher machen wir das erstmal nur so nebenbei. Ne? So. Ja, Lager voll, ich weiß, könnte ich auch mal wieder Regale kaufen, bla bla bla. Aber erstmal bleibt so. Der Lachs könnte vielleicht mal, Lachs-Soda ist in dem Sinne noch
Ne, Quatsch, Thunfisch ist das. Das ist kein Lachs, das ist Thunfisch. Und die Soda hier. Der Rest war jetzt aber, habe ich eigentlich alles gemacht, ne? Also wenn es danach geht, kannst du ja hier permanent auffüllen. Ja, gut, Handseife könnten wir mal noch dazu nehmen. Zugegebenermaßen. Da war es mal wieder drei Stück hier. Und da läuft es. So. Sehr schön. Was ich mal dann noch nebenbei mache, wenn wir dann hier fertig eingeräumt haben, ich werde mal alle Preise prüfen. Habe ich jetzt beim Grind nämlich nicht gemacht. Weil, wie gesagt, man muss es jetzt nicht unbedingt anpassen. Die Kunden werden es zwar ihnen danken und nicht rumheulen, dass das zu teuer ist, jenes zu teuer ist. Und hast du nicht gesehen, zu teuer ist, ne? Aber es spart halt auch Zeit. Muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Es spart halt einfach Zeit und Vision ist das in Ordnung. Ja, sieht gut aus. Ja. Dann mache ich das hier einfach nochmal nebenbei so durch. Guck, ob das alles noch mehr oder weniger Hand und Fuß hat. Aber das sieht mir eigentlich. Guck mal hier, 3,37. Da können wir locker auf 3,59 und können hier noch deutlich mehr rausholen. Genauso wie hier. Auch schön angepasst. Machen wir hier weiter. Hier weiter. Das muss ich ja nicht alles so günstig verkaufen. Das hier so. Bisschen weniger. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Jo. Jo. Ja, geht, geht, geht. Sushi groß muss dann auf jeden Fall mal wieder gekauft werden. Das schon mal. Hier in die Liste. Sushi groß. Gut, das habe ich ja jetzt eh alles ausgeprüft. Guck mal hier, 3,09 € können wir 3,19 € machen. Das ist okay. Das ist auch okay. Ja. Brauner Zucker. Jo. Ja, guck mal, das können wir sogar noch teurer machen. 3,94 €, aber das bleibt jetzt erstmal so. Ja, ist auch okay. Der Kaffee ist gut, aber da kann man gleich auch wieder den nächsten hier mit dran nehmen. Und solange mir jetzt ja keiner die Sushi-Box hier wegkauft, ist das alles noch in Ordnung. Ja. Ah ja, das kann auf jeden Fall teurer gemacht werden. Der gute Day. 6,99, 6,99, da sind wir sogar preislich stabil, beziehungsweise am Markt dran. Hier müssen wir auf jeden Fall günstiger werden. Das ist Orokoi. Habe ich schon gewundert, warum das jetzt das Brot sich in letzter Zeit so schlecht verkauft hat. Jetzt will ich, also wenn die Preise zu heftig sind, hat es trotz all dem Auswirkungen. Also sollte man in dem Falle nicht unterschätzen. Naja, natürlich Kartoffel ist wieder leer. Machen wir mal 6,29 draus. Ah ja. Okay, also die Kartoffeln sind wieder leer. Das ist auch wieder der Klassiko. Der Klassiko im Klassiko. So, dann wird schon wieder dunkel. Ist der Tag schon fast wieder rum hier. Haben wir mal Kartoffelsäcke mit rein. Dann habe ich hier unten den Kaffee rein. Das noch aufgefüllt ist. Und dann Sushi groß. Hat aber jetzt erstmal keiner weiter gekauft. Ist schon mal gut. Bleibt natürlich wieder genauso ein Karton übrig. Den lasse ich da jetzt mal hier mit dastehen. Klopapier ist in Ordnung. Die Handseife ist in Ordnung. 5, ja. Die Geschirrspüler-Dinger ist auch okay. Na, das habe ich da jetzt erst angepasst. Da kann nichts weiter sein. Der Reiniger. Mutter Reiniger hat fast. Der hat fast. Das ist. Ne, Quatsch, mit Otto. 3,09 €. Haut hin, haut hin, haut hin. Ja, ich glaube hier 3,99, 3,76, 3,98. Ja, das ist alles noch im. Gut, die Erdnussbutter ist auch nicht so wirklich, aber alles noch irgendwie im Rahmen. Die Pizza ist deutlich günstiger geworden.
Ja, 14, da freust du jetzt auch nicht so das Ding. Machen wir mal 9, 79 hier. Das ist dann, denke ich mal, auch noch okay. Den Rest aus dem Schützenfest hier werden wir dann jetzt etwa nochmal nachbestellen. Und ihr seht schon, die 2 Verkäufer. Ist zwar alles schön, ne? Nimmt uns halt Arbeit ab, aber trotz all dem kommt es hier zu Stau. Liegt aber daran, dass die KI sich halt nicht richtig anstellt. Ne? Also, beziehungsweise sich nicht effektiv anstellt, sagen wir es mal eher so. Der Typ hier drüben ist jetzt frei und der steht halt hier. Hm? Ist halt so eine Sache, aber gut, müssen wir halt warten. Sind eh noch 2 hier drinne. Und wie ich sehe, wird relativ gut angenommen, das Angebot hier. Irgendwas ist uns zu teuer. Ja. Ist doch schön, wenn das so ist, wie es ist. Juckt mich nur nicht. So. Dann nehmen wir mal Steak hier nochmal dazu. Dann mache ich schon mal die Bestellung für morgen hier. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr bestellen können, ist aber auch egal. Macaroni. Kuchen. Gerade der Kleine hier. Was ich gerade mal so in meinen Einflussbereich hier sehe. Mehl und Mehl. Ja, können auch wieder 2 Dinger da hier mit ran. Was sind das hier? Eier im Achterback, ne? Das teure war. Obwohl, da muss ich mal kurz im Lager gucken. Was ich auf jeden Fall nicht mehr da habe. Das weiß ich. Parmesan und Käse. Das hab ich auf jeden Fall nicht mehr im Lager, das weiß ich. Oh ja, und die Geschirrdinger habe ich auch nicht mehr. Kann man also dementsprechend auch nochmal hinzufügen. Und dieses Milch im Pack habe ich auch nicht. Kann man auch schon mal fügen. Haben wir schon mal Zähne alle durch? Sehr schön. Haben wir natürlich heute Minus gemacht, ist klar, alleine durch die Lizenz. Ne, aber trotz alledem guten Umsatz. So, Thunfisch runter, Öl hoch und Schwarztee runter. Ja, gerade eben noch angepasst und schon ist hier Gerieße angesagt. So, Öl nach oben. 5,31. Das ist doch schön. 5,59 würde ich dann mal dazu sagen. Gut, bevor wir die Bestellung machen, checke ich hier nämlich durch. Da haben wir nämlich hier Wässerchen und Wässerchen und Wässerchen. Hat schon gar nicht mal so viel verkauft hier. Aber das teure Wasser, das geht noch. Das kann man ja noch einfügen. Aber allzu viel ist es auch nicht. So, gehe ich erstmal kurzerhand hier rein. Dass ich hier gucken mal, ob ich hier das loskriege. Ne, immer noch 2 hier drinne. Das ist ein halben Zeug, was da drinne hängt. Gucken, ob ich die Pizza hier loskriege. Die Pizza könnte man natürlich auch. Das ist eine ganze, sehr gut. Könnte man natürlich auch thementechnisch dann ein bisschen besser, ich nenne es mal, zusammenfassen. Und nicht so voneinander getrennt halten. Aber, boah. Was ist hier? Irgendein Saft. Ach, der Apfelsaft. Gut, der ist dann auch mal leer geworden. Was haben wir hier noch drin? Nochmal Saft. Das könnte der Orangensaft sein. Genau. Dann der teure Puderzucker hier. Habe ich auch ein bisschen auf Vorrat gekauft. Dann haben wir hier Lachs mit drin. Gut, ist aber auch leer geworden. Sehr schön. Und das hier oben war Butter, ne? Oh, gucken, ob ich die Butter verkauft hatte. Oh. Gut, ist das nämlich Ola. Freut mir. Gut, also, dann können wir das Wasser hier reinstellen. Beziehungsweise einlagern, dass das nicht mehr auf dem Boden steht. Pommes hier mit rein. Bleibt natürlich wieder 1 übrig. Klarer Fall. Rein damit. Lachs habe ich jetzt erst aufgefüllt, gell? Ne, da geht schon wieder was. Aber auch nicht allzu viel. Bleibt trotzdem übrig. So, alles mal hier rein. Der Tee. Das ist der teure. Ja, bleiben trotzdem noch 3 drin. Geht also auch ins. Egal. Dann haben wir hier das. Das ist auch nicht allzu viel, aber gut, das habe ich erst gekauft. Deswegen kein Wunder. Dann haben wir das Eis. Hm. 3-mal verkauft. Gut, besser als nichts, sage ich mir da. Und die Geschirrdinger. Die können wir ja auch von mir aus, solange das Regal hier unten noch leer ist, können wir die Geschirrdinger auch über 2 Regale halt ziehen. Habe ich jetzt proaktiv
auch keine Schmerzen damit. Also von daher ist das jetzt auch nicht so wie bei der Milch halt auch, ne? Also bei der Milch im Sechserpack da. Kann man alles in dem Falle machen. Weniger das Problem. So, gut, machen wir hier. Dann füllen wir einmal den Kuchen hier oben noch mit auf. Dass das wenigstens eh mal Stirnwand voll ist hier. Babam. Dann haben wir natürlich wieder das Mehl. Füllen wir hier und da auf. Ich kriege ja auch nie die Regale immer richtig voll. Na, also wenn ich jetzt wirklich alles mal voll klatsche, dann habe ich, im Endeffekt die ganze Zeit, naja, einen Haufen Zeug im Lager. Ne? Ja gut, wenn man das Lager ausbauen könnte, aber dann hast du überall angebrochene Kartons. Und oh, das kann ich ja auch gar nicht ab. Frag mich nicht warum, aber... Weiß ich nicht. Gut, man könnte das Lager weiter ausbauen. Klar, ist jetzt halt wirklich klein noch hier. Ja, dafür wollte ich jetzt erstmal das Geld nicht ausgeben. Ich wollte wirklich jetzt hier erstmal machen und gucken. Ne? Ja, gut, wegen eh so ein Ding, ne? Und wenn halt so, schmeiße ich es weg. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht sinnvoll, aber ganz ehrlich, Geldsorgen werden wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr haben. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo es, na wohl, es wird auch teurer, aber dann ist der Grind eher, der länger wird und, also, oder der Grind eher das, ich nenne es mal, Problem ist und weniger, weniger das Geld, ne? Muss man ja auch dazu sagen. So, ne, dann füge ich das jetzt einfach hier, einfach eine extra Reihe mit rein. Zack, fertig, aus, ne? Dann machen wir uns hier gar keinen Stress mit dazu. Ich guck gerade mal, Sushi klein. Produkte müssen die gleich. Achso, ist auch nochmal Sushi groß. Da habe ich ja zweimal Sushi groß, oder was? Das ist natürlich auch schlau. Aber ich kann noch meinen Sack anbieten. Danke. Passt. So, wir können Reis vielleicht noch mit anholen. Das ist aber auch noch das Ähnliche. Also wir machen schon mal auf hier, dass sich das nicht so ewig zieht. Aber ja gut, Reis könnte man noch machen. Eier könnte man noch nachfüllen. Mittel und groß. Aber der Rest, also Milch, ne? Gut. Also Reis. Eier. Im 4er und 8er Pack. Und die normale Milch bitte nochmal mit dazu. Boah, und dann sollen sie erstmal wieder machen hier. Deswegen, die Milch ist jetzt nicht so krass, ne? Also es geht eh wieder hier ins Lager. Aber das ist wenigstens bis vorne ran ist das Ganze. So. Kriegt man sogar alles rein, wa? Ja. Ist bei den Eiern manchmal, wirkt gar nicht so, aber dadurch, dass das so viele neu passen. Ne? Zack, zack, dann kriegt man auch hier, na gut, bis jetzt auf die 2, die lasse ich jetzt auch mal üblicherweise hier stehen. Geht das eigentlich alles? Ja, passt. Passt. So. Preise habe ich soweit angepasst. Das gelbe Öl, ja, bringt jetzt aber auch noch nicht wirklich was. Also es passt ja mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Also es passen immer 12 in ein Regal. Also in eine Regalhälfte, sagen wir es mal so. Und es sind genau, also doch, könnte ich sogar bestellen, ohne dass es irgendwelche Probleme machen würde. Das ist gut. Dann gucke ich gerade mal, das Salz bringt es wiederum nett. Ja, könnte man immer Klopapier theoretisch bestellen. Oh, Honig vor allen Dingen. Also ist jetzt nicht Alarm, aber könnte man auf jeden Fall nutzen. Achso, und das Hähnchen? Da bin ich mir gerade, ich bestelle mal Hähnchen einfach nochmal mit dazu, einen schönen Broiler. Ne? Dass das hier uns gegebenenfalls nicht ausgeht. Na, siehst du, passt. Naja, gut, einer fehlt. Stelle ich jetzt einfach mal hier hin. So. Aber das ist okay. Ne? Dann kann man nämlich hier nochmal den Honig schön nachfüllen. Sehr schön. So, Setter, da geht es nämlich sogar hier ohne Probleme mit rein. Ich will, es ist alles ein bisschen eng, alles ein bisschen so eine Sache, aber was willst du machen? Ich kann doch auch nichts machen. Wissen Sie, was uns die nächste Erweiterung hier, ich würde es Ihnen ja sagen, wenn ich mal hier rauskommen würde, Dankeschön. Die nächste Erweiterung hier, die kostet, na gut, 2600 zügigermaßen, das ist ja gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Okay, gut. Das kriegen wir dann in der nächsten Folge kriegen wir das hin. Ne? Ich weiß gar nicht, wo es dann erweitert wird. Ich denke mal nach hier hinten, ne? Das wäre eigentlich. Ach, wisst ihr was? Machen wir jetzt gleich. Ratsching. Und? Wo hat es das jetzt erweitert? Nach da hinten. Oh, Alter. Man kann es aber auch komplizierter machen, ne? Also, oder so. Warum denn jetzt hier hinten? Ich meine, okay, cool. Ich stelle das denn mal um. Aber. Das ist ja nur. Weiß ich nicht. Das hätte man ja jetzt hier. Also, naja, Gut. Dann gehen das sollen sie mal hier hin. Das ist ja nur wieder für mich hier. Oh, nee, du. Alter. Da können wir gleich mal vierer hier. Was kostet die Welt, ne? Was kostet die Welt? Kann ich natürlich hier gleich mal wieder neue Lichter reinballern. Jetzt ist das hier hinten. Wenigstens halbwegs ausgeleuchtet ist. Ich mach schon mal das Licht an, um mir das hier anzugucken. Na gut, ist helle satt. Hab ich jetzt trotzdem noch eine Lampe. Die könnten wir die noch hinschmeißen. Vielleicht hier hinten in der Ecke hin. Aha, ist wirklich helle satt jetzt hier. So ist es ja nett. Jetzt wird das Ding hier hinten so erweitert. Naja. Gut, besser als nicht. Ich meine, wenn es dann der nächste nach da ist, dann können wir das alles nach hinten schieben. Dann können wir die Regalreihen weiter nach hinten nehmen. Ne? Also man muss das ja immer irgendwie positiv sehen. Ne? Deswegen. Die Kassen nehmen halt einen Haufen Platz weg. Das ist halt so ein bisschen das Problem. So, Reiniger und Bleiche, wie ich mir gerade mal hier sehe, könnten wir noch mit dazu nehmen. Reiniger und Bleiche. Aber bevor ich das da mache, und hier der teure Kaffee vor allen Dingen, dass wir erstmal wieder drei ganze Produkte haben. Dann rennt mir mal hier mein Bräuler nicht weg. Oder eher gesagt. So, sehr schön. Wie sieht es eigentlich hier mit den Soßen aus? Ne, das ist eigentlich noch gut. Die eine Regalreihe mit den Geschirrspülerdingern ist leer. Sehr schön. Können wir denn jetzt mittlerweile bei den kleinen Eiern mal wieder was auffüllen? Ne, hat natürlich keiner gekauft. Aber dafür kann ich das Sushi jetzt weghauen. Beziehungsweise die eine Packung, weil das andere ist ja auch nochmal Sushi. Na. Wäre sonst einfach, wenn das so wäre, wie es wäre, ne? Komm, geben Sie mal einen schönen Broiler, dass ich das Baguette hier weghauen kann. Na. Scharfe Soße geht auf jeden Fall aus. Das wäre noch so ein Kandidat dafür. Und Shampoo und. Ja, Shampoo, Klopapier. Scharfe Soße, Shampoo, Klopapier. Scharfe Soße, Shampoo und Klopapier. Sehr schön. Dann fülle ich erstmal das Klopapier nach. Sehr gut. Dann wird das Shampoo nachgefüllt. Und dann die scharfe Soße nochmal mit nachgefüllt, ja? So. Das uns hier ja nicht ausgeht. Pommes gehen zu Ende, Pizza geht zu Ende. Muss ich gerade mal gucken. Pommes, Pizza. Ich weiß, hier könnte ich auch mal ein Licht reinhauen. Pizza habe ich ja auf jeden Fall noch. Aber der Karton bleibt trotzdem noch voll. Ich glaube, ich habe Pommes, habe ich gar keine auf Lager, ne? Nee, da habe ich keine auf Lager. Schade, egal. Wir machen das mal noch Kartons leer, ist nämlich eh 9 Uhr oder 21 Uhr in dem Falle. Da kann ich jetzt eh nichts mehr bestellen. Aber da kann ich wenigstens hier versuchen. Ja, die eine fliegt jetzt weg. Da kann ich wenigstens versuchen, die Kartons hier ein bisschen zu reduzieren. Dass das hier so ist, wie es ist.
Ein ganzes, alles klar, gut. Ein ganzes Eis haben wir verkauft heute. Schön. Genau, das müsste jetzt aber auch mal mittlerweile. Naja, ah ne, leer werden, ich wollte gerade sagen. Großartig verkaufen tut sich's nicht, aber. Es ist immerhin leer geworden. Was ist denn das? Achso, das ist auch noch die andere Pizza. Ja, okay, gut, hatte ich schon. Verwirrung war kurz verwirrt. Die Wasserflaschen gehen eigentlich aber ganz gut. Genau, da geht der Karton nämlich auch weg. Zack, dann die Billig-Wasserflaschen müssen da auch. Genau, leer. Zack, räumen wir mal ein bisschen das Lager hier auf. Tuna-Fischer ging auch ein bisschen was. Bleiben aber trotzdem noch zwei drinne. Ah ja, noch eine ganze habe ich ja noch. So, warte mal, Tag ist vorbei, freut mir. Dann mal abschließen hier. Nur zwei fanden die Produkte zu teuer. Okay, gut, Profit war jetzt miese, ist klar. Der Reis muss vom Preis her runter, stimmt, 5 und 9 Dings. Alter, ist ja radikal im Preis gefallen. Aber räumen wir noch kurz hier das Lager auf. Ist das der teure Tee? Genau, da ist die Packung dann jetzt auch mal weg. Und das haben wir jetzt hier oben noch. Da haben wir noch Soda. Die geht ja eigentlich schon mal ganz gut. Genau, da kann das Ding nämlich jetzt auch mit weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. An den Eiern hat sich nichts getan. Und Sushi Clean bräuchten wir dann da erstmal. Und ich glaube hier am Menschen, naja, hat schon nichts getan. Okay, meine Süßen, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ne, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.